Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adust. In der letzten Folge sind wir in die Stadt Kratas hineingelassen worden und suchen jetzt weiter nach Informationen zu den bisherigen Geschehnissen. Und wenn ihr wisst, wo der Priester ist, bitte schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Für dich sind Verlust und Gewinn, sind richtig und falsch ohne Sinn. Die Zeit, sie vergeht wie im Flug, und dein Weg, der steht Zug um Zug. Was nützt die Jagd nach dem Glück? Der Augenblick kehrt nie zurück. Du wirst auf die Probe gestellt, sei bereit, wenn der Würfel fällt. Okay, zum Prospera-Viertel geht's da lang. Ich würde mich aber gerne nochmal umgucken, ob wir die Schildkröte noch irgendwo sehen. Ja, ihr seid wieder auf dem Götterplateau, nachdem ihr aus dem Priesterhaus rausgelaufen seid. Und mal abgesehen davon, dass es immer voller hier oben wird und immer mehr Leute einfach versuchen, sich irgendwie gute Plätze zu erhaschen. Ihr seht auch, also von hier oben kann man sehr, sehr gut raus aufs Meer oder beziehungsweise auf das Stück Meer gucken. Sehen wir den Lichterkanal von hier? Den Lichterkanal seht ihr, wenn ihr euch in Richtung des Südosttors umdreht, von dem ihr kommt. Schaut ihr zum Teil in den Lichterkanal, und wenn ihr in die andere Richtung über die Stadt schaut, schaut ihr auf den restlichen Kontinent. Also die Stadt ist halt komplett so eingerahmt im Wasser und auf der Richtung liegt der Lichterkanal wieder raus. Ja, und immer mehr Leute sammeln sich dort oben, damit sie halt einen guten Sichtplatz auf die Dinge haben, die so in ein paar Stunden passieren können. Und ja, auch immer noch auf dem Platz dort oben steht die Schildkröte vertieft in Aufzeichnungen, wenn ihr es von Weitem so sehen könnt. Also ihr habt ja auch gesehen, dass die Schildkröte bei uns in der Reihe im Prinzip direkt zwischen uns stand. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht ein paar Informationen hat. Ja, aber sie hat ja auch nichts gemacht und nicht aufgepasst. Gar nicht. Ich glaube, wir verschwenden nur unsere Zeit hier. Also ich wäre dafür, dass mehr wir... Mehr als in dem Priesterzimmer. Wir haben den Brief gefunden. Richtig, aber wenn wir noch eine weitere Person haben, die Teil der Ereignisse war, sollten wir sie befragen. Wäre ich auch dafür, ja. Schauen wir mal hin, würde ich sagen, oder? Wir gehen hin, ja. Verzeihung. Erinnern Sie sich an uns? Wir standen zusammen in der Schlange vor dem Südosttor. Und vielleicht erinnern Sie sich auch an eine große schwarze Wolke? Es war mal kurz dunkler, ja. Wir sind auf der Suche nach Informationen, um uns diese Ereignisse erklären zu können. Vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Ich war höchst, aber auch höchst sehr. Moment, können Sie schneller reden? Nein. Ich war höchst, was wollte ich sagen? Ich war höchst abgelenkt vom Stadttor. Vom Stadttor? Ja. Erzählen Sie doch mal. Naja, Sie wissen ja, wie das so ist. Man plant ein Stadttor und umgesetzt wird es dann doch anders. Um ehrlich zu sein, weiß ich ganz und gar nicht, wie das so ist. Sie haben also dieses Tor geplant? Ja, vor einigen Jahren. Das ist schon länger her. Also, da stand vorher ein anderes Tor. Ich habe dieses neue Tor geplant. Mit der Brücke. Falls Sie gesehen haben, diese Brücke kann man ja sogar einklappen. Faszinierend. Das war höchste Bauwerkskunst. Allerdings muss ich sagen, dass der Tempel hier oben noch faszinierender ist. Denn, falls Sie es wussten, er wurde vor 653 Jahren erbaut. Das ist ja furchtbar, furchtbar lang. Dann sind Sie doch bestimmt im Besitz städtischer Pläne. Ja, ich habe eine
Stadtplan, wenn man das so sagt. Auch mit coolen Geheimgängen und so und irgendwas Spannendes da drin. Nee. Das Ding ist, früher wurde hier ja auch, also es gibt alte Minenstollen. Aber das müssten Sie ja eigentlich auch wissen. Denn hier wurden ja früher auch Splitter des Mondgesteins abgebaut. Nicht wahr? Also, husch, flupp und dann Abbau. Also, das war hier ja auch. Ja, können Sie sich vorstellen, Teil einer unfassbar großen, sehr geheimen Untersuchung zu werden und uns zu helfen, indem Sie uns einen Plan überlassen? Von der Stadt. Von dieser Stadt? Naja, ich habe also mehrere Stadtpläne. Wen sollten wir fragen, wenn nicht die Person, die maßgeblich dafür verantwortlich ist? Dankeschön. Dankeschön. Das ist also ein Stadtplan der Stadt zur jetzigen Zeit. Haben Sie denn noch einen älteren Plan, wo vielleicht Eingänge zu den alten Minenschächten verzeichnet sind, noch irgendwo? Nein, nicht hier. Die müssten eigentlich, also die waren damals im Bereich des Splitterquellviertels, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich leider auch noch nicht hier. Doch nicht so Zeitverschwendung, oder? Aber auf jeden Fall sollten Sie darauf achten, dass die Stadt zum Teil immer wieder verändert wird. Über die Jahre. Kommen Sie mal wieder, so wie ich. Ich war gerade noch in Adastra. Da wird gerade ein komplett neues Zentrum zum Betrachten der vier Monde aufgebaut. Ja. Das wird auch die Stadt nochmal komplett verändern. Was soll ich Ihnen sagen? Sie haben ja keine Ahnung, wie Sie uns geholfen haben. Umso sehr drängt es uns, unsere Reise fortzusetzen. Auf jeden Fall, dann lasse ich Sie weitergehen. Aber wir kennen uns ja aus. Alles wir wären schon längst dort. Alles rigged. Auf jeden Fall haben Sie doch eine schöne Zeit. Und bitte verschandeln Sie Ihr Haus nicht mit komischen Verzierungen oder irgendwelchen Wasserspeiern oder weiß ich nicht was. Danke sehr. Ich muss mich jetzt auch konzentrieren, der Tempel ist nämlich höchst. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. Gehen wir bitte einfach. Also, ich glaube, wir könnten jetzt weitergehen. Oder... Wäre ich dabei, muss ich sagen. Ja, bitte. Gut. Ich gehe weiter in die Richtung. Ja. Wir folgen, würde ich mal behaupten. Okay, also ihr macht euch wieder die Treppe herunter auf den Weg, wieder eure Hunderttausende von Treppen, hinunter ins Südastra-Viertel, aus dem ihr auch kamt, mit dem Tor, durch das ihr kamt, und biegt jetzt nach rechts ab, um zu den Hauptplateaus der Stadt zu kommen. Und auf der linken Seite seht ihr den Laden Tea Time All Fine. Keine Reaktion auf den Laden. Ich gehe weiter. Ihr kommt an einen interessanten Ring. Und zwar befindet sich dort eine Bahn. Die Münzbahn der Hauptstadt. Man kann einsteigen und damit um die Ringe der Stadt fahren, um in die verschiedenen Stadtteile zu gelangen. Da käme jetzt dann tatsächlich auch eine Bahn vorbei. Oder ihr entscheidet euch zu laufen und nehmt die große Treppe Richtung Prospera-Viertel. Ich gehe Richtung Treppe. Also laut Plan würde ich mal behaupten, dass wir in Richtung Treppe laufen. Seid ihr schon mal mit der Bahn, mit dem Münzwagen gefahren? Nein. Nein, echt nicht. Nein. Okay. Wobei, war noch eine Treppe. Das ist die Treppe, ne? Mhm. Könnte man auch fahren. Was ist eigentlich das Spannendste, was ihr jemals erlebt habt? Sorry, es war gerade sehr langweilig. Ich brauch gerade was. Erzähl mir irgendwas Spannendes.
Okay, gut. Dann Treppen. Okay. Mach vielleicht wieder wach. Ihr macht euch zu den Treppen auf, hoch auf das innere Plateau. Und ihr seht, wenn ihr die Treppen hochlauft, seitlich von den Treppen fließt ein Fluss hinunter, der im Wasserfall über das Plateau fällt und insgesamt sich jetzt durch die ganze Stadt ausbreitet, oben vom Kaiserplateau aus, der fließt sogar noch vorbei, die Treppen hinauf. Und ihr gelangt auf das innere Plateau. Jetzt hätte ich mal gerne einmal eure Reihenfolge, in der ihr lauft. Du gehst vor. Ich gehe voran. Ich fall ein bisschen zurück, weil ich oft gucke, ob ich erkenne, wo wir sind. Okay. Also zuerst Dean, dann Tyrion oder fällst du noch weiter zurück? Ja, wenn du weiter zurückfällst, dann würde ich sagen, also wir beide danach. Die Frage, läufst du hinter ihr? Ich glaube schon. Ich versuche durch eine gewisse Geschwindigkeit auch ein bisschen Leben. Ich würde auch sagen, dass du bei ihr eher läufst. Ja. Und wir bei der Schildkröte ja so mehr unterwegs waren, dass ihr und wir beide genau so rum. Mhm. Genau. Ganz. Also Dean zuerst. Okay. Okay. Dann ich und dann Tyrion. So, und ihr kommt oben auf dem Plateau an. Und jetzt hätte ich gerne einen Perception-Check von Nora. Ey. 13 plus 6, which is 19. Und du bekommst irgendwie mit, dass sich ein Typ ziemlich nah an, also es sind sehr viele Leute hier auf dem Festplatz, aber es bewegt sich ein Typ schon ziemlich nah an dir vorbei. Also schon ein bisschen mehr. Ich greife ihn. Der wird gekillt. Ja! Was? Wieso? So wenig Abstand? Wieso? Es ist voll! Kannst du mir bitte loslassen? Haben Sie irgendwas gemacht? Nein! Wer sind Sie? Papiere! Ja. Und da drauf steht der Name Adrex Norix. Adrex Norix? Okay. Info. Okay, und woher kommt er? Ja. Aus dem Spittergoldviertel. Ja, okay. Dankeschön. Tschüss. Kann ich drauf würfeln, ob ich ihm das abkaufe? Kannst du. Ein Insight, bitte. Ich will mal abchecken, ob der labert. Ah ja, stimmt. Ach, das gibt's doch gar nicht. Aber eigentlich 9. Okay. Ja, ich glaub dem alles. Ja, du, er klingt komplett. Kann man ihm glauben, sind halt viele Leute unterwegs, da muss er halt ein bisschen näher an euch vorbeigehen. Aber darf ich auch nochmal insighten oder ist das... Darf jeder einmal insighten? Nein, nee, aber ich habe versucht, ihm eine Frage zu stellen. Ich lasse dich jetzt noch einmal insighten, weil du ihn gehalten hast, ja. Oh Gott, ey, die würfelt gut. 17 plus 6. Alter. 23. Okay, also er wirkt übelst fishy. Also doch. Ja, genau. Natürlich. Wirkt so. Ich greife ihn nochmal. 23, ey. Ja, bitte. Jetzt erzähl mal, was wirklich Sache ist. Kannst du mich bitte loslassen? Läufst du da nicht weg? Nee. Inside oder... Das glaubst du ihm nicht. Okay. Nein. Nein. Was ist los? Gar nichts! Gib mir irgendwas! Was? Schüttelst du ihn? Ich schüttel ihn. Okay, du schüttelst ihn. Und es fällt aus seiner Jackentasche ein dir unbekannter. Ein unbekanntes Säckchen, das ein bisschen klimpert, als es auf den Boden fällt. Aha. Und Tyrion erkennt dieses Säckchen. Ich schaue verdutzt von meiner Karte hoch und mache ganz, ganz schnelle Schritte auf dieses Säckchen zu. Das ist meins.
fürchte, das ist glatt gelogen. Okay, ich glaub's dir. Mit diesem Säckchen bin ich bereits in die Stadt gekommen. Tja. Zwei Säckchen? Nein. Nein. Doch nicht. Na dann. Doch, geh ich einfach weiter. Eigentlich. Sind hier irgendwo Wachen? Ja, wir können die nicht abgeben also hier. Ihr kommt vor, ihr seid kurz vor dem Prospera-Viertel und bevor ihr dort reingehen könntet in das Viertel, stehen auch tatsächlich. Ja, ich latsch mal zu den Wachen hin und ja. Wir haben hier jemand Verdächtigen gefunden. Ja, Taschendieb Nummer 2 heute. Vielleicht Verdacht auf Taschendiebstahl. Verdacht auf Taschendiebstahl oder tatsächlich? Tatsächlich. Tatsächlich. Okay, na dann. Ja, mit dem Typen. Ja. Super. Haben Sie die Personalien schon aufgenommen? Das ist doch der Adrix Norex. Ja, okay. Ist das nicht dein Job eigentlich? Die Zwietracht setzt die ganze Zeit hier immer. Ich hab doch meinen Job gemacht. Hier, Liebesgut, wieder zurück. Hier, kommst hinter Gitter, passt doch alles. Klar, nehmen wir mit. Also, aber ihr wollt ins Prospera-Viertel? Mhm. Ja? Ja. Mhm. Wir haben hier auch die Ausweise. Ah, okay. Weil ich wollte gerade schon sagen, wir können heute leider niemanden einfach so noch in dieses Viertel reinlassen, wenn er nicht hier wohnt oder einen... Wir haben die Bescheide, ja. Okay, okay. Also, ihr dürft das Viertel betreten. Na dann, ja. Werde ich den Weg frei machen und wir bringen diesen Typen mal zur nächsten Wache. Reinlatschen, frage ich mal Tilion, was ist das? Woher weißt du, was das ist? Was ist da drin? Oder? Ja, das ist mein Hab und Gut. Wurde dir geklaut? Oder? Ganz offensichtlich. Also, als wir in die Stadt reinkamen oder vorher schon? Womöglich. Ich habe nicht genau darauf geachtet, was hinter mir passiert ist, als vor uns alles dunkel wurde. Ah, okay. Das ist dein gesamtes Hab und Gut. So ein kleines Säckchen, wo alles drin ist. Das hat schon schwer geklimpert, als das runtergefallen ist. Okay. Okay. Kann ich Inside würfeln? Inside auf? Auf den Beutel. Auf den Beutel. Glaube ich ihm das? Dass es sein Beutel ist? Du kannst Inside... Nein, keine Ahnung, ja. Also, war mehr gagmäßig eigentlich so. Okay. Ich würde den auf jeden Fall wieder ordentlich fest an meinem Gürtel annehmen. Nee, meine. Glaubst du schon, das ist halt dann sein Zeug. Geht mich auch in dem Sinne da nichts an. Ich meine, es ist halt sein Zeug, ja. Okay. Ihr bewegt euch in das Prospera-Viertel. Die Häuser werden prunkvoller und viel, viel größer. Goldene Verzierungen, Statuen und Wasserspeier sind jetzt nichts Unnormales mehr. Also die ganzen Häuser sehen jetzt einfach schon, die haben jetzt nochmal, ja, es sind jetzt die richtigen Villen geworden, viel, viel größer. Am Wegesrand fließt auch hier ein kleiner Bach entlang. Aber hier ist es wundervoll gearbeitet, dass er so am Wegesrand entlang fließt, dass jedes einzelne Haus, das dort steht, eine eigene kleine Stein, also wie Brücke hat, zu den Eingängen, unter denen halt der Fluss so entlang läuft. Also ihr seid jetzt schon in einem teureren Viertel der Stadt angelangt. Und ihr braucht auch gar nicht lange, bis ihr zu dem beschriebenen Haus kommt. Ja, und steht unten vor der Tür. Den Frostbarts. Steht zumindest so an die der Frostbarts. Tür. Die Frostbarts. Kennst du den Kommandanten, wenn du hier arbeitest? Nein. Nein. Also kann sein, dass ich ihn mal gesehen habe, aber dann war er wohl nicht. Du kennst dich doch auch hier mit ein paar Leuten aus. Kennst du ihn vielleicht? In dem Viertel kenne ich ihn nicht aus. Okay. Nun denn. Und ich würde gern mein Dreizack nehmen und mit dem stumpfen Ende gehen die Tür und locken. Okay. Und es macht brumm, brumm, brumm. Naja, also nicht. Das ja, ist ja. Richtig, ist so, ich benutze ja nicht meine Hand, um ja, ja, die Tür zu klopfen. Und von hinter der Tür hört ihr ein ganz leises. Habt ihr das gehört? Ich habe das Piepsen. Also meine Theorie ist es ja, dass er gar nicht verschwunden ist und gerade so tut, als ob er seine Frau wäre und sagt, oh, ja, leider. Würfel mal auf Humor.
Nein, ich habe nicht weitergedacht. Keine Ahnung. Aber die Frau hat doch gemeint, dass er weg ist. Ich klopfe nochmal. Einfach nochmal klopfen. Aber man hört von hinter der Tür so einen. Und die Tür hat halt so ein kleines Guckloch. Durch das jetzt eindeutig durchgeguckt wird. Aber ihr seht ja nicht durch. Ja. Wir sind von der Wache und wollten nach dem Kommandanten suchen. Von der Wache, so sehen sie aber überhaupt nicht aus. Hä? Was ist mein Zettel, meiner. Achso, dein Zettel. Machen wir alle vier bei der Zettel in die Tür, ey. Polizei aufmachen. Machen sie die Tür auf. Das kann ich von hier nicht lesen. Kannst du dich noch irgendwie anders ausweisen? Du bist der Einzige, der Ausweise hat. Ah, zeig mir seine Rüstung. Ja. Okay. Die habe ich schon mal gesehen. Ja, das hoffe ich doch. Und die Tür geht auf und hinter der Tür steht eine Zwergin, sehr verweint, in einem wunderschönen Abendkleid und einer sehr schicken Brosche im Haar und auch der Bart der Zwergin ist halt so wunderschön schon geflechtet. Da! Sie sind also da und wegen meinem Mann, ja, wegen Kirmut. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Ja, ich lasse Sie erstmal rein, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Und es geht im Haus erstmal noch eine Treppe nach oben in den ersten Stock, so mehr oder weniger. Und ihr kommt in einen Raum, also in ein schönes Wohnzimmer mit einem Tisch, einem sehr schicken, sehr modernen Ofen, der sicher auch mit Magiemünzen betrieben wird. Ja, Fenster, Küche, alles dabei und dahinter gehen auch noch, es gibt noch drei Türen in dem Raum. Und in der Ecke ist ein zerbrochener Tisch. Oh, wer kommt sie rein hier? Das ist unser Wohnzimmer. Ja. Ist auch eine Couch, ich würde mich sonst da gleich reinmümmeln. Nein, das ist keine Couch. Wir haben hier einen Tisch mit vier Stühlen. Vier, genau. Wenn Freunde vorbeikommen, dann ist das immer sehr schön, wenn es dann noch einen Stuhl gibt. Für Freunde, versteht sie? Und sie setzen Sie sich doch mal hin. Ja. Wo ist der zerbrochene Tisch? Ihr habt also in der Mitte des Raumes einen Esstisch und in der Ecke zu einem weiteren Zimmer, wo die Tür geschlossen ist, war wohl ein kleiner Tisch gestanden. Also da ist einfach nur noch Matsche übrig von diesem Tisch mit allen möglichen Überresten von auch Dingen, die auf dem Tisch drauf waren. Also Glasscherben und Scherben sind da allgemein in der Ecke. Ja. Das war wirklich nicht schön, sag ich Ihnen. Überhaupt nicht schön. Was denn? Ich war nur kurz einkaufen. Einkaufen war ich. Unten in der Straße. Da gibt's auch einen schönen Laden. Ich gehe eigentlich auch gerne zum Tea-Time All-Fine, aber das ist mir zu weit weg heute, wenn so viele Leute sind. Also auf jeden Fall, ich war kurz einkaufen und als ich wiederkam, war hier dieses Durcheinander und mein Mann war weg. Der wollte eigentlich hierbleiben, bis wir heute Abend zur Parade gehen. Ich weiß auch nicht. Wie lange waren Sie denn weg? Vielleicht eine halbe Stunde so. Ist eingebrochen worden? Also... Hier sieht es jetzt erstmal nicht darauf aus, oder sehen Sie, dass die Haustür kaputt ist? Ich würde zu dem Tisch gehen. Was? Das sieht hier nicht aus, dass eingebrochen wurde. Haben Sie den Tisch schon bemerkt? Wenn mein Mann sich manchmal aufregt über Sachen, dann schmeißt er hier Sachen in der Gegend rum. Ach so, also war der Tisch schon vorher kaputt? Das weiß ich nicht. Also nicht, als ich einkaufen gegangen bin, okay. Aber wenn die Tür, schauen Sie doch mal, wenn die Tür nicht kaputt ist, wie sollte dann jemand was einbrechen? Was ist mit den Fenstern? Die habe ich noch nicht weiter überprüft. Ich überprüfe alles. Also, in dem Raum hier ist ein Fenster. Willst du dieses Fenster überprüfen? Ja. Okay, dann mach doch mal einen Investigation-Check auf das Fenster. 10. 10. Du gehst an das Fenster und das Fenster sieht hier in diesem Raum auf jeden Fall komplett normal aus. Du hast einen sehr guten Blick auf den Tempel der fließenden Schatten nach unten. Also man schaut hier vom inneren Plateau perfekt runter
auf den Tempel und du siehst die ganzen Verzierungen und Wasserspeier an den anderen Häusern. Darf man sich denn hier noch weiter umschauen? Würde sie ihnen das was ausmachen? Machen Sie ruhig. Ich weiß auch nicht. Aber dann laufe ich nämlich in den nächsten Raum da rein, wo der Tisch davor kaputt gegangen ist, in den Nebenraum, und gehe da mal rein. Okay, du kommst in ein kleines Arbeitszimmer. In dem Zimmer steht ein Schreibtisch und ein Regal, ein großer Teppich auf dem Boden. Und auch hier gibt es ein Fenster. Ich check das andere Fenster. Du checkst das nächste Fenster. Ist auch Investigation. Ja. Ich würfel doch wieder da rein. Gleich. 4. Nö. Also, sieht doch aus wie ein Fenster. Es sieht aus wie ein Fenster. Also es ist zwar leicht offen, aber es sieht aus wie ein Fenster. Aber sonst ist in dem Raum alles normal. Für dich sieht im Moment alles super normal aus. Ja, aber ich habe ja nur... In dem Moment war es jetzt auf Investigation für das Fenster. Ich würde dich schon nochmal würfeln lassen, wenn du jetzt sagst, du willst dich tatsächlich im gesamten Raum... Ja, ich will mich schon noch... Ich wollte erstmal das Fenster checken und dann würde ich den Rest angucken. Okay, dann würfeln sie mal nochmal einmal. Ach, komm schon. Investigation, ob dir jetzt irgendwas... Nochmal Investigation. Hast du irgendeinen bestimmten Ort, den du jetzt gerade angucken willst, oder bist du so... du guckst jetzt einfach mal peripherisch. Ich erstmal alles gucken. Okay. Und dann kann man noch weiter schauen, ob es dann noch... Was ist nochmal Investigation? Das ist dann Perception. Ja, wenn er sich nur umschaut, geht er. Mir mal nur umgucken. Oh, ja. Okay, Würfel wieder da drin. Sorry. 4. Ah, nee, warte, ich bekomme ja noch die Punkte drauf. 7. 7? Der Raum sieht. Wie? 4 Wände. Ja, 4 Wände. Es gibt 4 Wände da drin. Immer noch die, der Schreibtisch, da irgendwie Bücher im Regal. Sieht eigentlich alles so aus wie so ein ganz stinknormales Räumchen. Sagen Sie, werte Frau, Ihr Mann ist doch Kommandant der Stadtwache. Ja, ja. Ist es dann nicht völlig normal für Sie, dass er nochmal zu tun hat und das Haus verlässt? Ja, aber er wollte sich auch fertig machen für das Fest heute Abend. Wieso sollte er denn jetzt also irgendwo hingehen? Ja, als kritisches Element im Wachpersonal kann es natürlich auch sein, dass es einen Vorfall gegeben hat. Ja, aber dann lässt er mir normalerweise... ihn zwingt. Dann lässt er mir aber normalerweise einen Zettel da. Haben Sie heute schon einen Schatten gesehen? Also... Guck mal auf den Boden, so weißt du. Also, meinen Schatten habe ich heute schon gesehen. Also, schon mal gut. Ja, dann ja. Ist gut. Ja, gut. Bei mir hier ist ein Schatten, ja. Haben Sie irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Heute? Ja. Nein, das war eigentlich alles wie immer. Mein Mann hat weiter an seinem Manuskript gearbeitet und wir wollten uns fertig machen und was soll ich sagen? Welches Manuskript? Ah, mein Mann schreibt gerade ein Buch. Also, er schreibt ein Buch. Er ist früher immer viel unterwegs gewesen im ganzen Land. Also, er hat Soldaten ausgebildet und Wachen und setzt sich eigentlich dafür ein, dass halt mehr ausgebildet wird, damit das Land sich verteidigen kann. Verstehen Sie? Und da schreibt er gerade an einem Buch. Dann gucke ich jetzt, weil ich höre das ja, ich bin ja direkt nebenan und gehe jetzt an den Schreibtisch und gucke mich jetzt an den Schreibtisch mal um, weil er ja... Okay, Schreibtisch-Investigation-Check. Komm schon, Mann. Ich würde euch wieder da reinwerfen. Ja. 12 immerhin. Okay, das ist besser als 4. Auf dem Schreibtisch verschiedene Aufzeichnungen über die Ausbildung von Soldaten im Paxantischen Reich, in dem ihr euch befindet. Und er schreibt darüber, dass er, um den Frieden zu wahren, eben möchte, dass alle Soldaten auf dem gleichen Stand sind, also dass die Wachen in den einzelnen Städten und alle allgemein gleich ausgebildet werden. Dass es ihm deswegen wichtig ist, dass Ausbilder aus der Hauptstadt auch in andere Städte kommen können und sich dort eben mit drum kümmern können, dass halt einfach nichts weiter passieren kann. Und das ist so das Manuskript, wenn du es so überfliegst, das, worauf er sich da gerade basiert, worüber er schreibt. Okay, aber dazu sage ich dann jetzt erstmal gar nicht groß was zu den anderen, weil die Info habt ihr gerade bekommen, deswegen. Und ich sehe das ja da, so das Manuskript, und dann denke ich mir, ja, okay, stimmt, was er da so sagt. Ich würde mir gerne den zerbrochenen Tisch noch genauer ansehen. Mhm.
Machen Sie doch mal einen Investigation-Check auf den zerbrochenen Tisch. 14. Okay, dir fällt auf, dass die Splitter oder allgemein, also die Splitter von dem Holz und Glas, was auch immer da drauf stand, ins Arbeitszimmer führen. Also es wirkt so wie so eine, man sieht über den Boden so eine leichte Linie, dass das nach drüben ins Arbeitszimmer führt. Okay, ich möchte gerne der Spur folgen. Du folgst der Spur und entdeckst auf dem Boden Matschspuren. In regelmäßigen Abständen, die vom Teppich aus zum Fenster führen. Hast du das Fenster gecheckt? Hier sind Spuren. Oh, die habe ich, glatt übersehen, muss ich ehrlich sagen. Das Würfel, Alter. Okay, also ich... Aber ja, genau, und dann sehe ich sie auch und dann gucken wir uns nochmal das Fenster. Möchtest du das Fenster noch selber mal überprüfen? Darf ich das Fenster nochmal überprüfen? Ich komme da unten auch an. Natural 20! Oh, oh wow, okay. Also, everything. Es sieht eindeutig so aus, als wäre das Fenster von außen mit Kraft auch in die falsche Richtung aufgedrückt worden. Also es hängt jetzt zwar in den Angeln und tatsächlich wirkt es so, als hättet ihr so wie so wie so Prankenabdrücke, die so seitlich im Fensterrahmen sind. Okay, kann ich assoziieren, dass die Pranken von den Hunden sind drauf? Natural 20? Ja, es sind aber nicht die Pranken von diesen Hunden, die okay. Ihr bekommen habt. Aber es ist irgendwas tatsächlich, das in diesem Fensterrahmen. Es gibt noch mehr. Sind ja, also wir haben ja Matschabdrücke. Ja. Was für eine, sind das menschliche Fußabdrücke? Sind das Stiefelabdrücke? Nee, das sieht aus auch wie irgendwelche nicht richtig zuordbare, aber keine Abdrücke von irgendwelchen Schuhen, sondern die passen eher zu diesen Prankenabdrücken im Fensterrahmen. Darf ich mir das auch mal genauer anschauen? Ich würde eh euch... Wir trommeln alle zusammen mal und schauen uns das hier mal an. Wisst ihr, was das für... Abdrücke sind? Kann man irgendwie so einen, keine Ahnung, Nature-Check oder so machen, ob man das Tieren zuordnen könnte ja, oder sowas? Ja, ihr könntet einen Nature-Check machen. Hat einer gute Nature? Was ist, ich würde zwei von euch das machen lassen. Nein. Du hast gar keinen Plan, alles klar. Ich habe halt echt das Gefühl, dass ich das wissen könnte, aber... Eine 6. Das kann doch nicht wahr sein. Also wir sind raus, keine Ahnung. Nicht zuordnbar. So verschmiert. Ja, also man sieht halt die Abdrücke so im Fensterrahmen so halt nur leicht, ne? Und auch auf dem Boden, dadurch, dass irgendwie Matsch sich damit reingefressen hat, sind da zwar Abdrücke, aber es ist halt nicht eindeutig. Also es sind keine menschlichen Abdrücke. Und sind die richtungsmäßig, führen die vom Fenster in Richtung dieses Hauptwohnzimmers? Ja, da führen sie hin. Da ist dann eine Spur aus... Glas, also die Splittern von diesem Tisch und Glas, genau. Und das wirkt halt so, als wäre da etwas lang gezogen worden, wieder in Richtung Fenster. Ja. Die Frau sitzt noch draußen. Ja, die sitzt noch draußen. Die habt ihr auf einem Stuhl geparkt. Also, es sieht ganz danach aus, als wäre er verschlüpft worden. Dem kann ich nur zustimmen, doch. Kenne ich keine Wesen, die so einfach... Achso, sind wir im Erdgeschoss? Ihr seid im ersten Stock. Also es ging im Haus so eine... Sieht man außen irgendwelche Spuren unten zum Beispiel noch? Vorm Fenster, irgendwie am Boden oder sowas? Das ist von hier oben sehr schwierig zu beurteilen. Also du könntest mir drauf würfeln, aber... Ich mach einfach, wird eh nix. 20? Alles klar. Sehe ich denn da irgendwas, wenn ich da rausschaue, unten am Boden? The natural 20. Von dem Regen und so hätten sich auf jeden Fall die Matschspuren, also eigentlich ist das ja dort unten Stein. Aber du gehst von aus, dass du eigentlich vor allem mit dem Matsch von hier aus was sehen müsstest, wenn das nach unten auf die Straße fallen. Also ich kann dazu, dann kann man daraus wahrscheinlich schließen, dass, was auch immer das war, nicht nach unten weg durchs Fenster abgehauen ist und dann irgendwie in den Straßen verschwunden ist. Vielleicht auf dem Dach. Das könnte sein. Oder mit dieser Wolke. Das wäre die alternative Theorie, die wir bisher auch haben, würde ich sagen. Guter Punkt.
Und dann können wir noch weinen. Ist also, mir was machen wir? Irgendein Vieh bekannt, was so Tatzen hat und Flügel. Du kennst einige Kreaturen, aber die passen jetzt nicht. Okay, aber die passen nicht. Aber grundsätzlich. Okay. Und ihr sagt das auch nichts. Nein. Crazy. Gut. Ich hatte eine Vermutung, aber es. Also, generell würde ich sagen, dass die Schatten-Wolken-Theorie nicht so verwerflich klingt. Ich werde aufs Dach. Ja, vielleicht sind da auf dem Dach Spuren. Ich gehe aufs Dach. Ja. Von hier aus? Vom Fenster raus? Vom Fenster, ja. Okay, ja. Wie hoch ist das Haus? Ist das ein einstöckiges Haus und ein Dach? Oder? Ja, also es ist ja einfach ein bisschen höher gebaut so insgesamt, aber tatsächlich ist jetzt über diesem Stockwerk nicht noch ein Stockwerk, wo noch Leute wohnen, sondern da kommt tatsächlich das Dach. Dachgeschoss. Es ist so ein bisschen so, ihr seid wie durch so ein Atrium die Treppe hochgegangen. Also es ist halt dann einfach kein genutzter Wohnraum, sondern nur ein Vorraum halt. Sieht halt irgendwie schick aus. Und dort, wo ihr halt jetzt gerade seid, das ist eure eine Ebene, eben mit dem Arbeitszimmer, dem Wohnzimmer und noch zwei weiteren Räumen. Und ihr könnt jetzt von da aus, kann Laura versuchen, aufs Dach zu klettern. Dann mach mir doch bitte mal einen, was haben wir da, einen Athletics-Check, ne? 4. Ja. Du stützt dich aber. Oh Gott. Mann. Okay, du versuchst dich an den. Du setzt dich in den Türrahmen rein. Und. Türrahmen. Du setzt dich in den Fensterrahmen rein und fängst schon an, dich oben festzuhalten. Rutscht schon so halb mit der einen Tatze wieder ab und die kriegt es aber so mit und hält dich gerade noch so fest. Hey, pass auf, ja? Mhm. Okay. Vielleicht nehmen wir lieber die Tür. Das, darum ist schon spannend, aber okay. 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 Also, was machen Sie denn da drin? Die Frau von dem lieben Frostbart, Girmut Frostbart, kommt um die Kurve und schaut mal, was ihr eigentlich da so mit dem Zimmer treibt. Wieso sitzen Sie mit dem Fensterrahmen? Es schaut so aus, als würde wirklich hier jemand eingebrochen sein. Was? Aber die Tür war doch zu. Aber das Fenster nicht. Und bin mir sicher, dass ihr Mann schon los ist, um diesen Eindringling zu fassen. Ach ja. Girmut ist tatsächlich immer ein sehr tüchtiger Kommandant. Das habe ich mir gedacht. Ja, so viel wie er auch unterwegs war. Das stimmt, ja. Es ist nur wirklich schade, weil eigentlich wollte er sich doch heute, ja, mein Gott, was will man machen? Einfach mal einen Tag ein bisschen entspannen. Aber wenn Sie tatsächlich meinen, dass er jetzt schon da unterwegs ist. Ich kann Ihnen versichern, dass wir daran interessiert sind, seine Mission zu unterstützen und ihm bestmöglich zur Hilfe eilen werden. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ja, wollen Sie denn dann noch aufs Dach rauf oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Oder wollen Sie noch in die anderen Zimmer? Oder sind Sie dann hier fertig? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Das Dach wäre tatsächlich eine Spur, die wir untersuchen müssten. Das Dach, okay. Also dafür können wir hoch auf, also ja, Entschuldigung, raus aus der Haustür und vorne im Atrium da. Kann ich eine Treppe runterlassen? Aufs Dach. Dann machen wir das. Okay. Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Du wolltest da hochgehen? Hat er irgendwas erzählt? Irgendwas Spannendes? Geschichten, die da passiert sind, irgendwas vorgefallen, irgendwas. Da war mein Mann auch sehr lange mit dabei, mit Benito auch. Offensichtlich werden sie da für irgendetwas beschuldigt. Und vielleicht jetzt auf irgendeine perfide Art und Weise zur Rechenschaft gezogen. Von Benito!